Ein feuriges Willkommen an all jene, die sich gerade zugeschaltet haben. Ihr hört die knisternden Beats von Lego City Radio. Und die Vorhersage für heute lautet: heiß, heiß, heiß! Lego City. 2 Jahre, seit sie mich weggeschickt haben. Bin jetzt ein besserer Cop. Schlauer und schneller. Was bringt dich denn wieder her, Chase McCain? Eine alte Bekanntschaft, ein Versprechen und eine Schuld, die beglichen werden will. Geschäftlich oder privat? Ich muss das hier für dich ausfüllen. Vielleicht keins, vielleicht beides. Nein, aber irgendwas muss ich hier ankreuzen. Keine Sorge, das kann man ausbeuten. Kein Problem für einen alten Seebären wie mich. Ganz geschmeidig in den Hafen. Und was bringt Sie nach Lego City, junge Dame? Dieses Schiff? Nicht schnack! Bürgermeisterin Gleason. Wir sind so dankbar, dass du zurück bist, Chase. Das war sicher nicht einfach für dich. Musste mir einen neuen Ausweis machen lassen. Ich dachte da mehr an dein Verschwinden damals, aber gut. Also machen wir es kurz. Rex Fury ist ausgebrochen und treibt sich in Lego City herum. Was? Geht es Natalia gut? Keine Sorge. Sie ist immer noch im Zeugenschutzprogramm. Ich muss sofort mit ihr reden. Ich gebe dir ihre Nummer. Aber wenn du sie wirklich schützen willst, dann schnapp dir Rex Fury und buchte ihn ein. Nochmal. Chase, die ganze Stadt leidet unter einer Welle der Kriminalität. Wirklich? Ja, schau doch. Hi! Und ich bin sicher, Rex Fury steckt dahinter. Nur du kannst uns helfen, Chase. Mach dich auf den Weg zur Polizeistation und finde Rex Fury!
Hey, brauchst du Hilfe mit den Donuts? Nein, geht schon, danke. Ich bin übrigens Frank Honey. Chase McCain. Chase McCain? Eine Legende! Stimmt es, dass du Rex Fury dingfest gemacht hast? Hab dazu beigetragen. Deputy Dundee hat die eigentliche Festnahme gemacht. Und ich bin auch keine Legende, sondern ein normaler Cop. Genau wie du, Honey. Wow! Ja! Na, vielleicht nicht ganz genau wie du. So, wie wär's? Kannst du mich ein wenig rumführen? Es wäre mir eine Ehre! Ich warte drinnen! Auf dich! Okay. Hallo? Natalia? Chase? Ja, ich bin's. Geht's dir gut? Fertig! Bist du verrückt geworden? Mich anzurufen? Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm. Ich war besorgt. Rex ist ausgebrochen. Dachte, er wäre hinter dir her. Weiß ich, aber er ist nicht hinter mir her. Der Chief hat mir persönlich versichert, dass Rex die Stadt verlassen hat. Was? Die Bürgermeisterin hat gerade das Gegenteil behauptet. Was? Soll ich? Ja. Ich will doch nur hören, ob du in Sicherheit bist. Dass ich in diesem Schlamassel stecke, ist allein deine Schuld. Wo bist du? Das geht dich gar nichts an. Natalia Smith, bitte zur Mercy Hearts Rezeption. Im Mercy Hearts Krankenhaus. Nein! Ja, aber komm bloß nicht her. Wenn Rex wirklich hinter mir hier ist, bleibe ich ganz sicher nicht hier. Rex. Hoffentlich bemerkt der Chief, wie schön ich die Haare heute hab. Dann hätte... Ist das auch wirklich sicher, Frank? Aber natürlich ist... Hallo, das hier ist unser Zentralcomputer. Der qualmt normalerweise nicht so. Wurde heute Morgen gehackt. Der darauffolgende Alarm hat den Aufzug angehalten. Explodiert ist die ganze Sache aber erst, als Frank ihn reparieren wollte. Mit einem Hammer. Zentralcomputer einsatzbereit. Sicherheitsabriegelung aufgehoben. Aufzüge wieder in Betrieb. Nicht schlecht. Mal sehen, wer sich reingehackt hat. Oh, sag Bescheid, falls es Probleme gibt. Mit Computern kenne ich mich aus. Computern. Ja, Computern. Zeit für den Keller! Ja, Frau Bürgermeisterin. Ich informiere die anderen über Rex, aber ich sag doch, der ist sicher schon über alle Berge. Diese Wichtigtuerin schickt mir einen Spezialisten aus Übersee als Verstärkung. Chase McCain? Dundee, du, Sie sind der neue Chief? Mann,
Ich sehe dich zwar nicht gern hier, McCain, aber immerhin kann ich dich jetzt rumkommandieren. Sieh zu, dass du dich nach unten scherst und eine Uniform anziehst! Seid ihr zwei alte Freunde? Honey, hast du das angeforderte Material auf meinen Tisch gelegt? Ja, Chief. Ich bin in meinem Büro. In 10 Minuten gibt es eine Lagebesprechung zu Rex Fury, obwohl er jetzt natürlich schon über alle Berge sein wird. Und bis dahin keine Störung! Na toll. Ja, er scheint heute in guter Stimmung zu sein. Komm, wir holen dir eine Uniform. Das ist unser Keller. Ich führe dich rum. Bereit, es den Verbrechern zu zeigen, Chase? Auch wenn gerade ein Verbrechen stattfindet, müssen wir rücksichtsvoll fahren. Natürlich. Der Letzte zahlt einen Monat lang alle Donuts für den Chief. Juhu! Hey Chase, ich habe deinen Kommunikator aktualisiert und das Navigationssystem aktiviert. Damit kannst du dich leichter in Lego City zurechtfinden. Ich habe die Cherry Tree Bank mit einem Polizeischild markiert. Perfekt! Folge jetzt einfach der grünen Linie. Sie führt dich direkt ans Ziel. Chase? Ja, Honey? Ich hab mich verfahren. Können wir die Wette abbrechen, bitte? Mit erhobenen Händen rauskommen! Was zum Clowns? Verfolgt diese Witzfigur! Man sieht sich später! Halt! Oder ich laufe dir weiter hinterher! Lass mich in Ruhe! Damit kommst du nicht durch! Diese Stadt gehört jetzt den Gaunern! Nicht mehr lange. Chase, hast du was Neues für mich? Ja, ich habe den Fluchtfahrer festgenommen. Sehr gut. Gutes Timing noch dazu, denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet, der auf das Dach steigt. Könnte einer der Verbrecher sein. Entweder das oder ich versaue einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Bin unterwegs. Wo meine Polizeitrillerpfeife wohl ist? Ein Pfiff damit und der gesamte Verkehr steht still. Da fällt mir ein, mit dieser Pfeife fährt mir kein Eiscremewagen mehr vor der Nase weg. Hey. Sorry! Ah. Ich hoffe, denen geht's gut. Ah.
Hey, alle mal herhören. Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown-Bankräuber? Oh Mann, wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Keine Sorge, ich habe gerade die Scan-Software deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? Mal ein bisschen Leben in diese Betonwüste bringen. Oh, so gefällt's mir. Entzückend, auch wenn ich es selbst sage. Oh, so weit ist es also gekommen, dass ich die Pflanzen eines Fremden bewässere. Na, 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 na. Was machst du denn da unten, hä? Kannst du nicht so hoch springen, hä? Du machst es mir echt. Huhu, mach's gut. Als hätte ich nicht schon genug Angst vor Clown. Hey, Hans, kletter doch an der Bodenranke hoch. Oh, hoppla, kaputt gemacht. Rauskommen und Flossen hoch. Oh, so ein Mist. Halt, Polizei. Verzieh dich, ich bin ein unschuldiger Clown. Halt, im Namen des Gesetzes. Lass mich in Frieden. Oh. Okay. Wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen. Die weiche Tour. Einer der anderen Räuber wollte auf einen Frachter springen, falls was schief läuft bei dem Überfall. Und, kriege ich diesmal eine hübsche Zelle? Sicher. Wow, das war wirklich die weiche Tour. Au!
fühle mich super. Hier gepasst? Au! Das ist ein Notfall. Oh! Ups, sorry. Ob ich genug Steine für den Superbau habe? Könnte hinkommen. Das ist ein Notfall. Polizeiangelegenheit. Ich sollte meinen freien Tag sinnvoller Yeah!
Noch eine Aufgabe, die von der Liste gestrichen werden kann. Super, Chase! Wah, 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 wah